Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zocken wir State of Decay 2. Und wir können uns jetzt hier Charaktere aussuchen. Beziehungspause. Gucken mal. Also, griesgrämige Geschwister. Monate nach der Apokalypse hast du deinen entfremdeten Bruder gefunden. Seither könntet ihr beide den Zombies und dem Hungertod aus dem Weg gehen. Aber jetzt gehen euch die Vorräte aus. Glücklicherweise hat dein Bruder von einem Flüchtlingslager der Armee gehört. Ihr hofft, dass ihr dort Lebensmittel und Unterschlupf bekommt. Solange ihr daran denkt, zu teilen, wie Mama es euch beigebracht hat, ne? Ja. Wir gucken jetzt aber erstmal auf die Werte. Das da oben lese ich mir nebenbei mal so ein bisschen durch. Du hast deinen ältesten Freund. Alte Freunde, okay, warte mal. Seltsames Paar will ich schon mal nicht nehmen. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Alte Freunde klingt ganz gut. Aber Geschwister könnten wir vielleicht so eine Wiederversöhnung erleben. Aber wir müssen alle, wie es scheint, zu diesem Flüchtlingslager, also alle von denen, haben davon gehört. Wenn die Zombies nicht wären, hättet ihr euch nie verliebt. Wir leben nur aus verschiedenen Welten ohne ein Zuhause. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, der eine von diesen Freunden ist bestimmt so ein Vollidiot, der einfach nichts geschissen bekommt. Hahaha. Ha, ha. Scheiße, das ist halt echt schwierig. Wir gucken da mal auf die Werte einfach. Geistesgegenwart. Charles ist Studentenberater. Kleptomane, ordentlicher Schuss. Tatkräftig, okay. Ah, nehmen wir die alten Freunde einfach mal. Wir gehen mal auf Risiko. So, und hier geht's los. Gejagt von den Zombies. Dude, we gotta keep moving. That gate won't hold them long. This place better be worth what it took to get here. Trust me, these army camps have food and real beds. So ein paar Zombies umbaxen. Baxen besonders. Das erste. Durchsuchen. What security? There's nobody here. Was ist das? Wie kann ich das nehmen? Einfach mit A. Verbände mit RB. Okay. Da muss geblinkt da. So. Nehmen wir auch mal mit. Oh. Nice, direkt einen Erfolg abgesandt. Gefällt mir das. Hab ich direkt getroffen. Wo ist ihr Gesicht hin? Wo ist ihr... Alles klar, der hat kein Gesicht mehr. Lebt die noch? Lebt der noch? Ja, anscheinend nicht. Noch ein Verband. So. Achso, ja. Waffe suchen. Ich suche das. Ich finde eine neue Waffe, um einen ramponierten Schläger zu ersetzen. Wo finde ich denn die Waffen?
Hier irgendwo, oder? Mal gucken. So, ist hier irgendwo eine Waffe? Ja, die hatten es aber schön hier. Für Zombie-Apokalypse. Ach, es war ja ein Flüchtlingslager, stimmt. Okay, dafür ist es nicht sehr schön. Wo? Wo ist eine? Da. Alles klar, okay. Wo ist eine Waffe? Dude, I'm getting a real bad vibe from this place. This was your idea. Kann ich mir vorstellen. Besides, there are too many zombies behind us to turn around now. That'll work. Da ist eine Waffe. Eins habe ich jetzt schon gelernt. Wenn man schnell sucht, kann es auch mal schief gehen. Das heißt, man ist laut und man lockt neue Zombies an. Wow, after all this time, these people still hope to find their loved ones. There's a thought. Waiting to make sure your friends aren't dead? I didn't leave you, man. We've been over this. You only came back because you forgot your stash of food. Nummerverbände. Oh, the food I selfishly shared with you? Right. Hätte mich. Hallo. Wir gehen ja alle auf ihn. Ich will auch vom Kuchen abhaben. Den schnapp ich mir jetzt. Ja, Mann. Gesicht weg. So. Ist auch nichts mehr. Gehen wir weiter. What is this place? Central Booking? Buchungszentrale. Damn, it's locked. Get it off me! Oh fuck. Wie kann ich dir denn helfen? Da muss ich mal hinten ran. Ist ja erst ein bisschen vermasselt. Kann ich die Tür schließen? Ja. Fuck! Fucking biter bit me! Fuck! So much for food and beds. Warte, ein Beißer hat ihn erwischt. Wird er nicht selber zum Beißer? Das ist anscheinend nicht so wie die ganzen Zombie-Filme. Ja, komm. Yo, check out these rules. You would have hated it here. Shit, this bite is really itching. You act like you never got bit before. Whoa, what the hell happened here? Oh, fuck me. Ja, wo sind meine Schuhe her? Ah, die teuren, ne? Ich frage mich, wie die... Alter, der Kopf zerplatzt ja richtig, wenn man auf die losgeht. Also immer merken, auf den Kopf schießen, da sind die anscheinend echt empfindlich. Alles klar, Medizin. Oh, hier ist ein schönes Messer. Ja, was ist das? Machete, nice. Ausrüsten direkt. Machete, sexy, ja. That is a shitload of heads. Just keep quiet. We'll slip past him. Was ist das denn?
here. Get to the ladder. Go, dude, move. Oh. Fuck. What are you doing here? This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah, normal meds won't help. Better head to the SMB. And pray the doc still has what you need. Tut es Wein, wo Wein. Was? Okay. Einfach runterspringen ist anscheinend nicht so gut. Sah aber wenigstens gut aus, ne? So, gehen wir mal zu Swine and Bovine. Das rhymed. Yo. Why are you still here? The last trucks left days ago. He never gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his blood is on fire. I see. You better come with me. Let's go. That thing in the cage looks like the one that bit me. You're looking at blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Hold up. I'm gonna turn into one of those things? You would, if I weren't here. You, time to help your friend. Take your flashlight and look for a sample case in there. Bring me whatever you find. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We found a cure that worked if you use it soon after infection. Was ist das? Seuchenprobe, okay. Gefunden! Bitte schön. No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. That day we talked about, it's here. It's time to go. You know I can't leave Charlie. If you stay, I gotta stay. Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye. You know? Make it quick. Ist der Typ hier rechts etwa Charlie? Hey, I need your help with something. That thing in the cage, it was a person. Hey, Charlie. Charlie and I, we were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Ah. Ich weiß, was sie meint, bestimmt. Bestimmt sollen wir ihn jetzt irgendwie so anketten wie so ein Hund. Und dann irgendwie vor uns herziehen oder so. Aber mit so einem Stab oder keine Ahnung. Oder ihn töten, das wäre auch eine Option. Ah, okay. Was, ich hab da die Waffe. Ausrüsten. I'm sorry. I hope you're in a better place now. Tschüss, Charlie. Dude, I'm sorry. I know I'm a fuck up. But please, don't let me go out like that. No way. Someone's gotta come up with all our great plans. Yo. Thank you. I hope I never have to repay the favor. Hey, come over here for a minute. Ah, kein Problem, das mache ich gerne. Ja. Also, wir sind in... Also, wir müssen uns irgendwo hinbegeben. Zur Stadt im Vorgebirge. Ich sage, wir probieren es in der Stadt auf dem Plateau. Oder wir sollten es in die Stadt im Tal aufmachen.
glaube, im Tal sammeln die sich alle. Wo im Tal? Machen wir uns auf den Weg zur Stadt im Vorgebirge. Nehmen wir das hier unten einfach. Im Tal. It seems we're on the same page. It's time to move. You drive, I'll ride shotgun. Ich muss fahren. Herr Kollege, ich habe keinen Führerschein. Ja, das ist auch meine GTA-Künste. Ich kann nicht. Wow. Ich kann gar nicht lenken. Ich fährt einfach nur geradeaus. State of Decay 2. Jawohl, Leute. Dein Funkgerät nicht. Du kannst Hilfe von anderen Leuten anfordern. Das ist eine gute Möglichkeit, deinen Einfluss zu irgendwas. Kannst du ja jeden einzelnen deiner Überlebenden und ihren Fortschritt ansehen. Alles klar. Aha, aber wirkt nur vorübergehend. Sobald du eine Werkstatt hast, kannst du am Schließfach langfristige Reparaturen durchführen. Super. Oh Leute, ihr wisst, ihr wisst es nicht, aber ich habe echt sehnsüchtig auf das Spiel gewartet. State of Decay 1 habe ich auch schon gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber irgendwie hatte ich Lust auf das zweite. Ich wollte mal wieder sowas spielen. Da habe ich gerade auch erst erfahren, als das Spiel veröffentlicht wurde. Damn, we're out of gas. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. I vote we listen to the doctor. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Someplace okay. We can build what we need to keep your friend from dying. So. I think I spotted a possible home site as we came through town. Let's check it out. Ich hab jetzt auch too exposed out here to stay for long. Boah. Darf ich jetzt mal? Danke. So, und zwar habe ich auf nur Freunde gestellt, weil vielleicht noch ein Freund von mir dazu kommt. Nur da hat er jetzt keinen Bock, weil morgen auf weil nachher früh aufstehen muss. Jetzt noch zu zocken. Es ist halt gerade 12:30 oder so. Deswegen bin ich jetzt erst einmal allein zocken. Nee, aber ich habe auch vorhin erst gemerkt, was ich gerade erzählen wollte. Ich habe vorhin erst gemerkt, dass meine Bestellung einfach storniert wurde. Weil irgendwie meine Zalox-Option nicht aktuell war oder so. Und dann habe ich das gerade erst gemerkt, als ich einschalten wollte, das Spiel. Dass alles storniert war. Und ja, muss ich gerade erst nochmal neu kaufen. Alles aktualisieren. Also, jetzt machen wir mal die Aufgabe. Wir suchen uns mal zu Hause. Ja. Also, reise zu dem Standort, der auf der Karte markiert ist, um ihn als potenzielles Zuhause auszukundschaften. Da. Rennen wir eine Runde. Ich muss mich mal kurz heilen, eigentlich. Oh, hier ist noch was. Was ist denn das? Munition. Kann man ja mal gebrauchen. Hi. Was haben wir mit dem gemacht? Halleluja. So, aber wir gehen jetzt mal zum Haus. Nicht lang quatschen. Vielleicht gibt es eine Familie, die uns aufnimmt. That place might not be a half bad homestead. Let's clear out the beds and have a closer look. Ich
gesagt, will ich hier mal reingehen. Von allen Seiten. Ja, kommt doch bestimmt klar mit einem Zen. Zen, ja, so heißt er. Zen, ja. Okay. Whoa, check this out. Backsack Medikamentensauce. 8 Pound. Was ist los hier denn, Zombie? Ist da noch was? Nope. Well, it's almost boring when it's this quiet. Ach, hier ist was. Ist das? Tüte mit Mikrowellenpopcorn. Und ein Energy Drink. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Alles voll. Ablegen. Okay. Gut, wir können. Was ist das hier? Wir müssen zwei Betten. Anlage stellt zwei Betten bereit. Aber es ist hier nicht. Sieht nicht so aus, als wäre es verfügbar für einen Außenposten. Aber wir müssen ja da vorne hin. Ich habe schon wieder zu lange geguckt. Oh, was ist hier so los? Das sieht schon mal gut auf den ersten Blick. Okay, ich höre schon Zombies. Hi, Leute. I wonder who lived here before everything collapsed. Honestly, I try not to think about things. Okay, jeden Raum durchsuchen. Alles töten. Bin ganz einfach. Oh, da ist einer. Hi. Das war ein Dicker. Unten noch. Ich sehe kein Zombie mehr. Wo denn? Nothing to fear. Na gut. Was ist da drüben auch mit zu? Let's just get this done, okay? Waren wir? Oben dann wahrscheinlich noch irgendwo. Nee. Hä? Dann muss das ja hier drüben sein noch. Die Garage wahrscheinlich. Hey Doc, we found a spot that should work well as our new home base. Nice work. Once you claim the site, my patient and I will meet you there. Welche Campinglampe? Was ist eine Campinglampe? Fahne. Das heißt. Oh, ich gehe mal auf die Karte. Ich sehe keine Campinglampe. Hä? Ach da. Was gibt's denn hier? Küche. Eine gut gepflegte Hobbyküche. Hauptschlafzimmer, ein wirklich schönes Schlafzimmer für zwei gemütliche Schlafplätze. Erhöht die Moral. Doppelkoje, zwei Stockbetten für vier Schlafplätze auf eigenem Raum. Gerümpel, zerlegbar, ein Haufen Schrott, den wir beseitigen können, um Platz für nützliche Anlagen zu schaffen. Und Parkfläche, werte mit den richtigen Gegenständen geparkter Autos auf. Alles klar. Unsere neue Heimatbasis. Super.
infirmary. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Unfortunately, we don't have all the resources we need to build it. Oh, jetzt regnet es aber Erfolge. Kampf gegen Windmühlen? Also spricht mit Martinez darüber, wie man Gandhi helfen könnte. Alles klar. Öffne erstmal unser Schließfach. Und wir können einen größeren Rucksack. Einen größeren Rucksack können wir mitnehmen. Okay. Wir haben zu viel Trümmer hier. Wie beseitige ich denn die Trümmer? Das ist erstmal nebensächlich anscheinend. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, erst unseren Kollegen hier helfen, der die Blutseuche hat. Das will man natürlich auch direkt tun. Alles fürs Team. Ich wüsste, wo Martin es wäre. Das wäre ganz super. Eine Regel: immer Tür schließen. Nein. Tür schließen. Nein. Tür schließen. Nein, fick dich. Was ist hier? Ich höre. Oh Mann, es ist ein Zombie rein. Oh, hier ist wirklich ein Zombie. Wo ist das Ding denn hin? Wo ist es hin? Hier ist irgendwo ein Zombie, ich weiß nicht wo. Kommandozentrum benutzen. Kannst du Änderungen an unserer Basis vornehmen und siehst, wie sie sich auswirken? Lager. Küche. Kann ich mir alles noch nicht leisten. Oder? Werkstatt bauen. Nee. Was ist das hier? Nice. Nicht hinterhof. Freier Außenbereich für Anlagen, die Belüftung oder Sonnenlicht brauchen. Wo sind jetzt Dingens? Ist hier oben? Die rennt die ganze Zeit von mir davon. Was ist los bei ihr? Was? Martinez? Hier? Ach, da ist sie. Nicht unbedingt, kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen. Ich habe einen Handymast in der Nähe gesehen. Von dort aus sollst du einen guten Überblick haben. Alles klar, rennen wir da mal hin. Aber ist auf dem Matsch jetzt? Nice, okay. So. Okay. Wo ist jetzt? Wo ist denn der Mast? Ist das der da? Okay, Bedürfnisse. Ja, sind so wie vorhin. Ankunftsgirlenos. Oh, ich liebe es, wenn es Erfolge regnet. Wie weit ist denn das nach oben? Okay. Starting to work. I'll check in later. Öffne eine Karte, okay.
Alles klar. Das ist eigentlich recht schön hier. Was zielen für Überprüfungsmodus? Ach so. That place would make for one hell of an outpost. If that ride still works, I'll be pretty damn stoked. Oh, es wird echt lange dauern, wenn ich jeden Scheiß jetzt. Gibt's hier noch was? Was ist das hier? Ausrüstungsschuppen, grünliches Haus. Those wheels. Hier hinten noch. Check out those wheels. Ja, Mann. So einen schönen Bugatti hier gönnen. Wenn wir euch in eine große Stadt fahren sollen, hätten wir uns erstmal im Autohaus bedient. Sonst noch was? Irgendwo. Alles abgecheckt. Hier noch nicht. Warte, was war das? Lagerhaus mit Blechdach. Warte, was war das hier nochmal? Ausrüstungsschuppen. Können wir noch mal hin gleich. Was ist das? Ersatzteil. Alles klar. Nein, nicht springen. Ist verrückt. Nein! Wieso? Wieso? Wieso springt er runter? Wieso? Eieiei. Turtle Ridge, da sind wir jetzt. Wir schießen ja nicht, sonst kommen die direkt alle an. Wir hätten hier mit dem leeren Rucksack hingehen sollen.